Der 18. Juli 2024 markiert das Datum, an dem Delta Force die Tore öffnet. Es geht los, wir freuen uns mega. Die Close Alpha startet an dem Tag. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommt man rein? Und normalerweise, ich sage euch ganz ehrlich, würde ich ein Video dazu machen, so 2-3 Tage vorher, weil ich auch Twitch-Drops haben werde zum Start von Delta Force. Mal ein bisschen Bescheid geben, dass man mir reinkommen kann und zugucken kann für einen Key und so weiter und so fort. Ich mache es jetzt anders. Weil wir aus der Vergangenheit gelernt haben, die letzte Beta von einem Spiel namens Arena Breakout Infinite hat gezeigt, wie viele Leute nicht reingekommen sind, obwohl wir so frühzeitig bereits angekündigt haben, wie man an Keys rankommt. Das wollen wir diesmal noch besser machen. Also heute bereits alle Möglichkeiten, wie ihr an Keys kommt, dass ihr alles nutzt, um die Wahrscheinlichkeit zu steigern, an einen Key ranzukommen. Und wer tatsächlich noch nicht wissen sollte, was der Extraction Loot Shooter Delta Force ist, holy macaroni, für den noch eine kurze Zusammenfassung. Delta Force Hawk Ops ist ein kostenloser taktischer Shooter, der einen Kampagnenmodus beinhaltet, einen Battlefield-artigen Modus und natürlich einen Extraction Loot Shooter Modus, der unsere Aufmerksamkeit geweckt hat. Und zwar ist das Ganze für PC, für Konsole, für Xbox, für PlayStation, für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox S, Xbox X, für Handy, für Android, für App, für iPhone. Das Ganze hat Crossplay, also jeder kann mit jedem spielen, und Cross-Progression. Ihr könnt also zum Beispiel an der Konsole starten zu spielen, dann in den Zug steigen, am Handy weiterspielen, aber ausschalten, dass man dann gegen PC-Spieler spielen möchte, beim Kumpel dann am PC weitermachen, an der Konsole. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, es spricht wirklich alle Spiele an und es wird relativ casual. Also wer DMZ kennt oder Lost Light oder Cycle, der wird ja auf jeden Fall Dinge wiedererkennen. Allerdings kommen auch Hardcore-Elemente rein von Escape from Tarkov, von Arena Breakout. So Dinge wie zum Beispiel, dass man seinen Ausrüstung kaufen muss, bei Tod alles weg ist. Also es gibt ein Handelssystem, ein Loot-System, es gibt einen freien Flea-Market zum Handeln. Es gibt ein komplexes Heilungssystem, sodass man Brüche heilen muss, Blutungen und so weiter und so fort. Es gibt ein Hideout, also eine Basis, die man ausbauen kann. Es gibt Missionen, man kann die Hände leveln, man kann seine Charaktere leveln. Und ihr merkt schon, das Ganze ist ziemlich umfangreich. Und dazu kommt jetzt festhalten, das ist eine ganz neue News. Wir werden ganz normale PvE-VP-Maps haben. Wir werden aber auch, so wie es aussieht, ohne Gewehr momentan, reine PvE-Maps zusätzlich im Spiel haben. Also sie treten wirklich komplett in die Breite und wollen jedem Spieler was bieten. Mindestanforderung für den PC-Alpha-Test, also dieser Alpha-Test jetzt erstmal nur für den PC, ist eine GTX 1060. Also auch hier sind die Anforderungen extrem niedrig. Das Announcement zu dem Playtest kam jetzt am Freitag um 16 Uhr. Also vielleicht ein Zeitpunkt, den man sich merken sollte für künftige Events oder Releases. Wir werden sehen, ob dieser Zeitpunkt irgendeine Rolle spielt. Jedenfalls haben sie an diesem Tag gesagt, dass der Release am 18. Juli erfolgt. Und sie haben gesagt, dass Twitch-Drops gibt. Jedenfalls an diesem Tag haben sie auch alle anderen Möglichkeiten nochmal aufgezählt, die es geben wird, um einen Key zu kommen. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt alle Punkte durch. Die erste und einfachste Möglichkeit ist die Homepage. Ist alles unten verlinkt, also alle Links, die jetzt folgen, sind unten aufgelistet. Die Homepage ist der erste Punkt. Hier könnt ihr einfach auf Antest teilnehmen klicken, müsst dann eure E-Mail-Adresse hinterlegen und nimmt dann sozusagen an der automatischen Verlosung für einen Key statt. Das ist auf jeden Fall der allererste Schritt, den man tun sollte. Und wenn man hier ganz runter scrollt, sieht man den aktuellen Stand an Anmeldungen. Also bereits 1.178.733 Spieler haben sich angemeldet. Also man merkt schon, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Ich denke schon, dass die Keys knapp werden. Die nächste Möglichkeit ist Steam, ganz, ganz wichtig, hier auf das Spiel auf die Wunschliste zu setzen. Hier habt ihr auch eine Möglichkeit, einen Key zu bekommen, einen Zugang zu bekommen. Steam hat nochmal separate Zugänge, auch das ist ein separates Kontingent. Also unbedingt hier die Wishlist sozusagen anklicken. Das ist ein Klick, wenn ihr angemeldet seid. Und dann habt ihr auch hier eine Möglichkeit auf einen separaten Zugang zur Alpha. Die dritte Möglichkeit ist der Discord. Auch hier natürlich der Link unten in der Beschreibung. Der offizielle Discord gibt immer wieder Keys raus. Ganz simpel, muss man einfach nur hier auf diesen Button drücken, in dem Fall Participate. Und ihr seht, hier sind nur 1489 Leute angemeldet. Nur Anführungszeichen. Aber dafür, dass sie hier 100 Keys rausgeben, glaube ich, 90 Keys, ja, ist halt die Wahrscheinlichkeit für einen Key bereits sehr, 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 sehr hoch. Also auch das unbedingt mitnehmen, das hilft ungemein. Wenn man hier auf dem Laufenden bleibt, alle paar Tage mal reinschaut, dann sollte man eigentlich auch hier alle Giveaways mitbekommen. Nummer 4 ist Twitter. Und zwar reden wir jetzt von einem offiziellen Twitter-Account oder X-Account von Delta Force.
Und zwar habt ihr die Möglichkeit, ebenfalls an Gewinnspielen teilzunehmen. Sie reposten die Gewinnspiele von den größeren Streamern, hier zum Beispiel von Al Clapton, der Keys raushaut, Cheeto, der Keys raushaut und Delta Force selber haut Keys raus. Was ihr machen müsst in der Regel ist halt, das zu followen, zu reposten. Wer keinen Bock drauf hat, auch gut. Aber zumindest auch hier eine Möglichkeit mit einem einfachen Twitter-Account. Macht euch sonst einen, einfach E-Mail-Adresse und dann so einen X-Account machen. Habt ihr die Möglichkeit auch hier mit einer recht hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, weil auch da nicht so viele Leute dran teilnehmen, bei allen Gewinnspielen mitzumachen und da einen Key mitzunehmen. Wir selber sind natürlich auch wieder im Content-Creator-Programm von Delta Force drin. Entsprechend kriegen wir auch Keys zum Verlosen. Die Keys sind auch in dem Fall leider momentan nur für Twitter. Ich habe deswegen auch ein Gewinnspiel aufgemacht. Verlinke ich euch auch unten. Auch da könnt ihr mitmachen. 5 Keys. Wir werden aber mehr Keys kriegen. Ich bin mal gespannt, wann das sein wird, wie dann die Formalitäten sein werden und so weiter. Werde ich euch natürlich informieren. Aber ja, momentan erstmal nur Twitter. Apropos Formalitäten, wenn ihr noch mehr Inhalte bekommen wollt, natürlich würden wir uns sehr, sehr, sehr über ein Abo und über ein Like freuen. Wir werden euch künftig mit Guides versorgen, weiteren Infos und wir werden euch auf dem Discord auf dem Laufenden halten. Auch ganz, ganz wichtig, wenn irgendwelche News sind, irgendwelche neuen Events, irgendwelche Drop-Aktionen, Key-Aktionen oder, hauen wir das auch auf unserem Discord-Kanal raus. Ein kleiner Tipp hier, wir haben einen Extraction Loot Shooter-Kanal auf dem Discord und einen separaten Kanal für die großen Spiele, die wir spielen, wie zum Beispiel Delta Force. Also, wer auf dem aktuellen Stand bleiben will, ist sehr, sehr gerne eingeladen. Auch das natürlich unten in der Beschreibung. Jetzt die wahrscheinlich größte und beste Möglichkeit, an einen Key ranzukommen, ist mit einem Twitch-Account. Am 18. starten die Drops. Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Ich gehe von einer relativ frühen Uhrzeit aus. Jedenfalls geht's dann los und wir sehen hier in der Übersicht, wir haben am 18. Twitch-Drops, am 19. und am 20. Ich überlege sogar tatsächlich, meinen allerersten längeren Stream zu machen. Also komplett anlassen mit Kamera, im Stream schlafen. Wie gesagt, das ist nur eine fixe Idee. Mal gucken, ob wir das durchzieht. Also Bock hätte ich schon, weil das auch 3 ideale Tage sind. Aber schauen wir mal, wie wir das machen. Dann haben wir separat nochmal am 24. Twitch-Drops und am 31. Juli. Also 5 Tage, wo man Twitch-Drops sammeln kann. Die Twitch-Drops beziehen sich einzig und allein auf Keys. Also das heißt, hier steht, wer mindestens eine Stunde zuschaut, hat bereits einen Anspruch auf einen Key. Die Frage ist jetzt, ob jeder Zuschauer, der eine Stunde zuguckt, bereits einen Key bekommt. Das wäre verrückt, weil dann würden hier alle sehr, sehr schnell reinkommen. Oder ob man damit nur an einer Verlosung teilnimmt. Also eine Stunde zuguckt und dann kriegt man einen Los und nimmt dann vielleicht an einer Verlosung teil. Das wäre für mich realistischer, weil es ja erstmal ein Stresstest ist. Sie müssen gucken, halt die Server und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle reinlassen. Werden wir sehen. Momentan ist das offen. Auf jeden Fall scheint es eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu sein, über die Twitch-Jobs reinzukommen. Also hier unbedingt am Ball bleiben. Ihr müsst dazu nur euren Twitch-Account verknüpfen. Link wird noch folgen, ist momentan noch nicht drin. Und sobald dieser Link da ist, einfach verknüpfen. Im Stream selber wird es auch gehen. Da werden wir einen Link zur Verfügung stellen. Einfach draufklicken und eure Accounts verknüpfen. Und ab dem Zeitpunkt könnt ihr durch Zugucken, eine Stunde zugucken, einen Key bekommen, beziehungsweise einen Zugang zu einem Los oder ähnliches. Wir werden sehen, wie sie es machen. Auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und dann wahrscheinlich auch die letzte Möglichkeit erstmal, weil da sicherlich alle Gewinnspiele erstmal durch sind. Ich freue mich auf weitere Videos, Content und so weiter. Und ich freue mich vor allem auf ein gutes Spiel. Ich drücke die Daumen, dass es geil wird. Euch drücke ich die Daumen, dass ihr einen Key bekommt und in das Spiel reinkommt. Ich selber versuche auch nochmal an weitere Keys ranzukommen, die wir dann extra nochmal separat unter uns verlosen können. Daumen sind gedrückt, dass wir da welche kriegen. Wir werden sehen, ob sie gnädig sind. Auf jeden Fall, Daumen sind gedrückt für ein gutes Spiel, für euch für einen Key. Und wir sehen uns alle spätestens am 18. wieder. In dem Sinne, ich verabschiede mich, sage hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.